Guten Tag, wie kann ich denn behilflich sein? Ja, guten Tag, Herr Gerald. Können Sie mir gut hören? Ich kann Sie hören, ja, aber ich bin nicht Herr Gerald für Sie. Ah, ja, und mit wem spreche ich? Ja, mit dem, den Sie angerufen haben. Und damit wieder herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Den netten Herrn, den wir heute in der Leitung haben, den haben wir schon so ziemlich oft auf dem Kanal gehört. Doch er probiert es hier unter dem neuen Namen, also unter meinem neuen Namen, mal wieder. Beziehungsweise so neu ist der Name gar nicht, allerdings rufen die auch öfters mal bei alten Datensätzen an, um zu schauen, ob da nicht doch nochmal Geld zu holen ist. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung sowie jede Menge Aufklärung mit diesem neuen Telefongespräch. Wen möchten Sie denn genau sprechen? Okay, kein Problem. So, mein Name ist Thomas, ich bin Ihr persönlicher Account Manager von HubSpot for Finviz. Wen möchten Sie haben... Ja, wissen Sie, Sie haben Ihre Daten bei Währungsprodukt Immediate Age Germany hinterlassen, ja? Stimmt das? Daten hinterlassen. Richtig, in diesem Fall habe ich tatsächlich keine Daten hinterlassen und schon gar nicht hintergelassen. Also die Betrüger, die machen sich gerne zunutze, dass man sich irgendwann mal irgendwo eingetragen hat. Ich weiß es nicht, ob die selbst an der Hotline wissen, wie die Daten in das System eingefügt werden, sagen ja die Betrüger so gerne. Ja, ich kann es euch sagen. Man meldet sich einmal bei irgendeiner Werbeplattform an. Da findet man oft die Links über Facebook oder man googelt bei Google zum Beispiel einfach mal, dass man mit Bitcoin reich werden möchte oder irgendwie sowas. Dann kommt man auf eine Webseite, wie zum Beispiel Höhle der Löwen oder Bitcoin-System und was es da so alles gibt. Das ist nur eine reine Werbeseite. Habt ihr sicherlich vielleicht schon mal ähnliche Sachen gesehen, wie eine Newsletter-Anmeldeseite. Da gibt's ganz viele bunte Bildchen, die blinken alle schön, meistens läuft da noch ein Countdown, um die Zeit ein bisschen zu verknappen, damit man sich auch wirklich auf der Webseite registriert. Naja, und wenn man dann seine Daten eingetragen hat, dann klingelt nach dem Abschicken der Daten sofort das Telefon. Ohne dass ihr darüber informiert und unterrichtet wurdet, dass ihr direkt angerufen werdet. Außerdem, nach dem Bestätigen der Daten, wird man direkt auf irgendeine Webseite rausgeschmissen. Das kann durch Zufallssystem immer mal wieder eine andere sein. So, und nun befindet ihr euch auf einer Trading-Seite. Aber anstatt hier seriös erstmal Informationen zu geben, auf was für eine Seite ihr euch befindet, landet man in der Regel direkt in einem Einzahlsystem. Was hoffentlich dazu führt, dass die meisten Leute direkt die Seite zumachen. Nun ja, aber um das Schließen der Seite zu verhindern, rufen dann oftmals sofort Leute bei euch an, um ja euch irgendein Dünnschiss am Telefon zu erzählen. Nun, der Charakter Gerold Steiner ist hier schon etwas älter. Den habe ich gleich zu Beginn des Kanals erfunden und mich damit eingetragen. In der Regel trage ich mich mittlerweile mit anderen Namen ein, wodurch dieser Name und dieser Datensatz ja quasi schon uralt ist. Und nun ja, wenn man sich einmal eingetragen hat, heißt das nicht, dass die Daten dann bei dieser Firma bleiben. Denn Datenschutz gibt's bei diesen Betrügern nicht. Es ruft euch dann permanent immer mal wieder jemand an von einer anderen Firma, die dann auch behaupten, dass man sich da gerade angemeldet hat. Manchmal erzählen sie auch genau das Datum, wann das gewesen ist, oder erzählen nur so ungefähre Richtwerte, ja, letztes Jahr oder vor ein halbes Jahr oder vor ein paar Monaten haben sie hier mal die Daten hinterlassen. Nun ja, so ist das aber nicht. Denn ihr habt die Daten vielleicht wirklich einmal hinterlassen, aber dann auch nur bei einer Firma. Also wissentlich zumindest nur. Und danach rufen euch ständig wieder neue Firmen an. Und manchmal wissen die Mitarbeiter nicht so wirklich, wo die Daten herkommen oder achten da im System nicht so richtig drauf, weil meistens kommen die Datensätze halt eben wirklich, wenn man sich frisch eingetragen hat. Aber hier wird sehr, sehr gerne, ziemlich oft behauptet, dass man sich gerade eben eingetragen hat. Und das ist in diesem speziellen Fall hier definitiv nicht der Fall. Immediate Age, ja, es ist wie unsere Werbung, ja. Ja, ich möchte sprechen, dass Sie haben bis heute keine Handelskonto aktivieren. Ja, was passiert? Vielleicht haben Sie irgendwelche Fragen, die Sie bezweifeln oder irgendwas. Ich kann Ihnen helfen, alle Fragen antworten. Ja, es ist kein Problem für mich. Mal davon abgesehen, dass er mich hier auch nicht mal mit meinem richtigen Namen anspricht, also nicht mal mit dem Vornamen, sondern einfach nur mein Vornamen dahin rotzt. Und dann erzählt er noch, ja, warum haben Sie sich denn da eingetragen? Sind Sie denn verzweifelt oder irgendwie sowas? So nach dem Motto, braucht man denn unbedingt Geld?
Also es ist schon irgendwie sehr, sehr fragwürdig, was da für Leute am Telefon sitzen. Ich meine, den hatten wir ja hier nun schon in verschiedenen Facetten. Das ist hier dem Anschein nach mal wieder eine neue. Da zu Beginn des Gesprächs er hier sicherlich noch nicht geschnuppert hat, dass wir uns schon mal gesprochen haben. So, bitte fragen Sie, wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder so. Wen möchten Sie denn sprechen? Noch einmal bitte. Wen möchten Sie denn sprechen? Kann es nicht verstehen. Wen möchten Sie denn sprechen? Okay, wissen Sie, ich möchte mit Sie sprechen, ja, über Handlung, ja, Trading und so weiter, ja. Sie haben bei uns registriert, ja? Stimmt es? Bedeutet es, dass Sie haben ein Interesse an Handlung, ja? Stimmt es? Auch die Fragen beantworten, die man Ihnen stellt. Noch einmal bitte. Ich dachte, Sie möchten die Fragen beantworten, die man Ihnen stellt. Das tun Sie aber nicht. Na ja, dann fragen Sie, wenn Sie irgendwelche Frage über unsere Handelsplattform haben, ja, dann können Sie diese Frage stellen. Wen möchten Sie denn sprechen? Wen möchte ich sprechen? Mit Sie, ganz laut, ja, so. Wie kann ich antworten auf diese Frage? Ja, ich sag... Naja, wenn Sie Deutsch könnten, dann würde ich auf diese Frage auch antworten. Wie antwortet man wohl auf die Frage, wen er sprechen möchte? Ich frage, wen möchten Sie denn sprechen? Ich hab's ja nun, glaube ich, oft genug wiederholt. Und er fragt mich, wie er auf diese Frage antworten soll. Also, mit Seriosität kann das überhaupt nichts zu tun haben, denn er hat hier nicht mal irgendwie versucht festzustellen, ob ich die Person bin, die sich eingetragen hat. Denn das ist nämlich gleich das nächste Ding. Wenn ihr euch auf so einer Webseite registriert, dann ja, wird überhaupt gar nicht geprüft, ob ihr die Person seid, die sich da wirklich einträgt. Das bedeutet, wenn man gemein ist, kann man hier seine Ex-Chefs eintragen, also die Ex-Firmen, um da die Telefonleitung mit so einem Quatsch zu überlasten oder Ex-Partner oder Nachbarn, wenn man den ärgern will oder irgendwie sowas. Da wird überhaupt gar nicht geprüft, ob ihr die Person seid, die sich da auch gerade anmeldet. Und da wird überhaupt nichts, was den Datenschutz angeht, überprüft. Und der überprüft jetzt nicht mal, ob er den richtigen Datensatz zu der richtigen Person hat. Also er spricht mich nicht mit Namen an, er versucht's gar nicht erst. Tja, richtig, weil es gar nicht darum geht. Es geht einfach nur darum, irgendein Betrugsopfer zu finden, egal wie der heißt. Letztendlich soll ja nur das Geld überwiesen werden. Da muss gar nicht abgeglichen werden, wer man da ist. Das kommt dann meistens erst, nachdem man das Geld eingezahlt hat. Um dann das Geld angeblich wieder auszahlen zu können, soll man sich dann erst legitimieren. Ist ja höchst interessant. Wenn der nicht mal, also der hat jetzt hier den Datensatz Gerold Steiner. Und wenn ich aber nun eigentlich Paul Peter bin, dann, passt das ja schon gar nicht. Und dann soll ich mich mit meinen Daten legitimieren. Das heißt, die möchten gerne, dass ich meinen Personalausweis per WhatsApp oder per E-Mail einfach so hinschicke. Und am besten noch irgendeine Rechnung und eine Quittung, die nicht älter ist als 3 Monate. Tja, das hat aber auch nur den Grund, damit die selbst auf eure Kosten im Nachhinein shoppen gehen können. Denn die Kreditkartendaten lässt man ja in der Regel dann hier auch auf so einer Plattform da. Und erzählen tut man euch dann, dass die Legitimation ja nur dazu da ist, damit man sein Geld auch wieder auszahlen kann. Nur, dass diese Firmen niemals Geld wieder auszahlen, das verrät er hier an dieser Stelle logischerweise nicht. Ja, aber ich antworte auf Frage, die mit unserer Finanzenforum verbunden ist, ja? Ich kann Ihnen nicht ganz alle Fragen, ja, wie Sie haben beispielsweise, was habe ich gegessen, ja, das, auf diese Frage antworte ich nicht, ja? Das ist ganz, ganz klar, ja? Also ich habe ihn ja auch nicht gefragt, was er gegessen hat, sondern mit wem er genau sprechen möchte, damit ich mir hier überhaupt sicher sein kann, ob der Anruf für mich ist. Und so gehört sich's ja eigentlich auch, dass man erstmal abklärt, ob man überhaupt beim Richtigen rausgekommen ist, so wie man sich das vorgestellt hat. Tja, aber diese Unternehmen hier interessiert das überhaupt nicht, weil am Ende soll's ja nur um euer Geld gehen und nicht um euren Namen. Professionell natürlich. Und ich antworte auf Frage, die Sie stellen über unsere Finanzenplattform, ja? Dann, wenn Sie irgendwelche Fragen über unsere Finanzplattform haben, über Handlung, über Ihre Kontoaktivierung, ja, dann fragen Sie mir bitte. So, und ich würde auf diese Frage antworten. Ganz klar. Wen möchten Sie denn sprechen? Ja, ich habe auf diese Frage Ihnen geantwortet. Ja, ich möchte mich noch einmal sagen. Ja? Nein. Ja, ich habe Ihnen geantwortet. Vielleicht haben Sie mir nicht verstanden, ja. Sie können mir ein bisschen klären, diese Frage, ja. Vielleicht diese Frage nicht so kompliziert ist. Ja, vielleicht wäre es besser, wenn Sie ein bisschen erklären, ja, was bedeutet die über diese Fragen, ja. Naja, vielleicht wäre es besser, wenn Sie erstmal Deutsch lernen, bevor Sie irgendwelche Menschen anrufen und auf den Sack gehen. Ja, wissen Sie, mein Deutsch ist ganz gut. Ich verstehe ganz alles, ja, aber
Was möchten Sie von mir? Ja, kann ich leider nicht verstehen. So, welche Frage haben Sie? Wen möchten Sie denn sprechen? So, nun, welche Frage haben Sie? Wen Sie sprechen möchten. Sie möchten sprechen? Oh, das ist wunderbar. So, dann können Sie mir anfangen, ja? Ich kann Ihnen noch einmal sagen, dass wir haben mit Handeln zu tun, ja? Das bedeutet, dass wir Handel machen, ja? Sozusagen kaufen wir mit weniger Preise, verkaufen wir mehr, ja? Und auf diesen Unterschied machen wir einen Profit, ja? Und für unsere Kunden, wie Sie auch, ja? Wir liefern Möglichkeit mit uns das machen, ja? Damit Sie auch sich profitieren, ja? Ist es klar für Sie, ja? So, dann kann ich Ihnen erklären, ja, welche Finanzmöglichkeit liefern Sie? Liefern wir für Sie, ja. Erste Möglichkeit, ja. Sie können mit unserem Finanzenroboter mitarbeiten. Verstehen Sie, was das bedeutet? Wissen Sie überhaupt etwas über Finanzroboter oder haben Sie vielleicht etwas gehört darüber? Wen möchten Sie denn sprechen? Ja, ich möchte sprechen über Roboter, verstehen Sie, ja? Und sage Ihnen, ja? Ich frage Ihnen. Ich habe Ihnen gefragt, ja? So, wissen Sie, okay, ich kann auf Ihre Frage stellen, ja? Aber ich möchte auch für Sie eine Frage stellen, ja? Damit meine Frage hilft, auf Ihre Frage zu antworten, verstehen Sie? Ja, es ist, nun, ganz okay, ich glaube. So, dann können Sie mir bitte antworten, ja? Haben Sie etwas zu tun mit diesem Roboter, ja? Haben Sie... vielleicht etwas über diesen Roboter gehört, bevor. Wen möchten Sie denn sprechen? Okay, so, ich kann Ihnen sagen, dass, okay, wissen Sie, wenn Sie etwas nicht über diesen Roboter wissen, ja, dann kann ich Ihnen alles erklären. Verstehen Sie, dieser Roboter ist unser mathematischer Algorithmus, spezielle, ja, der ganz automatisch, ja, ohne Ihre Hilfe arbeitet, ja, und handelt. Ja, er findet die beste Chance, die beste Variante für Handlung, ja? Und dann macht er ihre Job. So. Ja, also respektloser geht's, glaube ich, kaum noch. Der labert und labert und labert und labert. Sinn und Verstand ergibt das alles nicht, was der da erzählt. Und das Schlimmste an der Geschichte ist, dass ihm nicht mal mehr mittlerweile meine Frage interessiert. Und er macht einfach weiter in seinem Programm, weil es geht nicht darum, euch irgendeine Frage zu beantworten. Auch nicht die Fragen über sein System. Es geht lediglich darum, dass der irgendwie möglichst schnell, in möglichst wenig Zeit, an euer Geld rankommt. Mit einer Trading-Bank, wo er sich, also er gibt sich ja als Bankier aus. Es hat, also ich glaube, keine seriöse Firma würde so am Telefon mit euch umgehen. Einfach das Ding durchziehen, was er sich davor gestellt hat, aber Fragen beantworten, oh, da geht er nicht mal im geringsten drauf ein. Ich find's schon absolut Wahnsinn, dass die sich selbst für seriös halten können. Mit Seriosität hat das hier aber wirklich nichts zu tun. Da sind wir ganz, ganz weit von entfernt. Von daher teilt gerne die Infos mit allen Verwandten und Bekannten, damit da wirklich niemand aus eurem Umfeld drauf reinfällt. Mit unserem Roboter, ja, können Sie bis 30% pro Woche von Ihrem Konto verdienen, ja? Es ist, ну ja, ziemlich gut, ich glaube, ja, weil im Bank beispielsweise, ja, sie bekommen nur 2% pro Jahr, ja, pro Jahr. Hier sage ich 30 pro Monat, ja. Und auch im Bank können sie zum Beispiel nicht ihr Geld zurückgeben, ja. Bei uns ihr Geld, ja, sie haben Zugang ganz täglich. Sie können heute mehr investieren, morgen weniger, ja, es ist ganz okay, verstehen Sie? So, und ja, sagen 30% auch gut ist. So, wenn Sie beispielsweise wenig Zeit haben, ja, und Sie möchten wissen, wie möchte ich denn sprechen, ja, dann können Sie mir diese Frage stellen, ja, und dieser Roboter wird ganz automatisch ohne Ihre Hilfe für Sie einen Profit machen, ja, es ist klar. So, dann unsere zweite Möglichkeit. Sie können mit unserem Finanzenexpert mitarbeiten, ja? Natürlich, für unseren Finanzenexpert brauchen Sie mehr Zeit, ja? Bis von zwei bis drei Stunden pro Woche, ja? Es ist ganz okay, aber wenn Sie solche Zeit nicht haben, dann okay, ja? Verstehen Sie? So, aber mit unserem Finanzenexpert können Sie bis 50% verdienen, ja? Von Ihrem Handelskonto. So. Dann, ich habe Ihnen alles über unsere Möglichkeit erzählt, ja?
Haben Sie das verstanden? Und wenn ja, dann welche Möglichkeit passt zu Ihnen besser? Ja, haben Sie vielleicht mehr Zeit? Möchten Sie mehr mit uns mitarbeiten? Oder Sie haben keine Zeit, es wäre besser für Sie, einen Roboter zu haben. Was denken Sie darüber? Wen möchten Sie denn sprechen? Ja, aber es ist keine Antwort, verstehen Sie? Ich habe ihn gefragt, ja, welche Möglichkeit, erste oder zweite, passt zu Ihnen besser, ja? Ich habe Ihnen eine Frage gestellt. Ich habe zuerst eine Frage gestellt. Na ja, aber ich habe dann antwortet und dann habe ich Ihnen eine Frage gestellt. Können Sie mir bitte antworten, verstehen Sie Deutsch? Oder vielleicht sind Sie von Ausland gekommen, ja, weil... Ich kann nicht verstehen, ja. Ich stelle Ihnen Fragen, ja, und Sie nur sagen, wie möchten Sie denn sprechen? Ja, es ist wie ein Wies oder verstehen Sie mich nicht, ja. Also der labert ja wirklich ohne Punkt und ohne Komma. Tja, also wie der sich selbst für ja, seriös halten kann, die Frage weiß ich nicht. Es ist, keine Ahnung, der verwirrt mich eigentlich nur. Vor allem, der labert so schnell, dass normale Menschen da wahrscheinlich schon aussteigen mittlerweile. Oder, naja, zumindest wenigstens aufgelegt haben. Hoffe ich zumindest immer. Ihn interessiert das einfach gar nicht. Der beantwortet meine Frage nicht. Und das ist aber das, was ich erstmal beantwortet haben möchte. Regt sich dann darüber auf, dass ich seine Fragen nicht beantworte, aber wie wäre es denn erstmal, wenn wir meine Eingangsfrage von ganz Anfang an mal klären könnten? Das wäre vielleicht ganz hilfreich. Dann wüsste ich überhaupt, ob das Angebot für mich ist, was er da überhaupt vorstellen möchte. Ja, aber es interessiert ihn nicht. Der macht einfach weiter und weiter und weiter. Ich weiß nicht, wie der sich da vorstellen kann, dass er bei mir jetzt noch eine Chance hat, was zu verkaufen. Ja, vorgestellt hat er sich ja am Anfang auch nicht so wirklich. Mal ganz kurz hingerotzt. Tja. Aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Das Schlimme ist, dass da Menschen ihr Geld einzahlen. Naja, aber eigentlich sollte man hier schon erkennen, dass das definitiv kein seriöses Unternehmen sein kann. Nicht mal im entferntesten Sinne. Dann sagen Sie mir bitte, ich erst sagen kann auf Englisch. Ja, aber wissen Sie, Englisch ich kenne ein bisschen schlechter als Deutsch. Sie sagen, es wäre besser, wenn Sie auch Deutsch sprechen, ja? Na, Sie können doch nicht mal Deutsch, sonst könnten Sie doch meine Frage beantworten. Ja, aber ich habe ja auf Ihre Frage beantwortet. Ja, nein. So, ja. Ja, nein. Ich habe auf Ihre Frage beantwortet. So, und dann stelle ich meine Frage. Und Sie haben auf meine Frage nicht beantwortet, ja? Vielleicht wissen Sie oder, ну, es ist mir nicht so wichtig, ja? Für mich wichtig ist, dass Sie, Ihre Frage wird beantwortet, ja? Und dann frage ich, ja, welche Möglichkeit passt zu Ihnen besser? Erste oder zweite? Ja, was zu Ihnen besser mit Roboter zu arbeiten oder mit Finanzenexperten? Was sagen Sie? Also ich sage, ich habe das Gefühl, dass Sie eine völlig verdrehte Selbstanschauung haben und ja, kein Wort Deutsch verstehen, denn sonst könnten Sie ganz einfach meine Frage beantworten. Und ich habe ja immer noch keine Antwort auf meine Frage erhalten, sondern wissen Sie, wenn Sie mir meine Antwort verstanden haben, ja, dann können Sie auch mir das sagen. Ich kann Ihnen noch einmal beantworten und beantworten. Das ist mein Job, ehrlich zu sagen, wissen Sie. Deswegen können Sie ganz klar das machen. Dann behaupten Sie die ganze Zeit, dass Sie Deutsch können und können nicht mal eine simple Frage beantworten. Also ich glaube, Sie sind da völlig fehl am Platz. Okay, so, wissen Sie, wenn Sie meine Antwort nicht verstanden habe, ja, es ist ganz okay, wissen Sie. Ich kann Ihnen noch einmal beantworten, ja, dann können Sie bitte Ihre Frage stellen. Meine Frage lautet, wen möchten Sie denn genau sprechen? Tja, wenn Sie Ihr Mikrofon ausmachen, dann kann man Sie nicht hören. Ja, okay, wissen Sie, warten Sie bitte eine Minute Zeit, okay? So, ich würde dann zurückgeben. Wen möchten Sie denn genau sprechen? Okay, so, okay, ich bin da. So, Sie haben mir gefragt, wie möchten Sie denn sprechen? Was meinen Sie über diese Frage? Können Sie mir bitte ein bisschen deutlich sagen? Ja, ich meine damit, wen Sie genau sprechen möchten. Mit wem ich sprechen möchte? Ja, ich möchte mit Ihnen sprechen, natürlich. Ja, und wen genau? Weil mit Ihnen ist ja keine Antwort auf die Frage. Ah, wer? Okay, so, hören Sie, mein Name ist Thomas. Ich bin Ihr persönlicher Account Manager. Ja, haben Sie verstanden? So, von Handelsplattform FinWiz. Ja, es ist klar. Von wem sind Sie denn der Account Manager?
Von wem bin ich Account Manager? Von Ihnen. Ja, und wen möchten Sie genau sprechen? Ich möchte genau mit Sie sprechen. Ja, wer bin ich denn? Sie sind meine Kunde. Ja, und welchen Namen möchten Sie am Telefon haben? Oder welchen Namen erwarten Sie am Telefon? Sie wissen doch gar nicht, ob Sie richtig sind. Gerald Geburtsfehler, ja? Ihr Name ist Gerald Geburtsfehler, ja? Richtig, der Herr Geburtsfehler. Also möchte genau. Ich mit Herrn Geburtsfehler sprechen. Genau. Okay, und was ist der Grund Ihres Anrufs? Grund ist meiner Anruf ist... Okay, den Herrn Gerald Geburtsfehler. Den Namen hat tatsächlich nicht ganz so alt, wie ich eingangs des Videos hier noch dachte. Allerdings habe ich mich mit dem nicht frisch eingetragen. Das stimmt hier definitiv nicht, denn der Herr Gerald Geburtsfehler ist auch noch aus dem letzten Jahr. Naja, aber das interessiert ja diese Firma hier nicht. Denn denen interessiert nur, wo die Kohle herkommt, nicht wo die Daten herkommen. Dass die Daten von irgendeinem anderen Unternehmen einfach aufgekauft oder weitergereicht wurden, vielleicht ist es auch die gleiche Firma, nur unter neuem Namen, das spielt hier dann wieder keine Rolle. Ihre Registration bei unserer Handelsplattform. Sie haben schon von 20 Tagen registriert, ja, aber bis heute leider, Sie haben kein Konto aktiviert. Ja, das passiert. Was ist los? Und vielleicht Sie haben etwas nicht verstanden oder haben Sie irgendwelche Probleme, ja, oder Fragen auch. Ich kann Ihnen helfen, Ihre Probleme lösen, ja, die zumindest, ja, so, fragen Sie. Naja, ob Sie bei irgendwas helfen können, das bezweifle ich bei diesem Deutsch extrem stark. Aber bei welcher Plattform soll ich mich denn registriert haben? Wie heißt denn die Plattform? So, Sie haben vielleicht bei unserer Werbung Immediate Edge registriert, ja? Aber unsere Handelsplattform heißt FinWiz. Wie heißt die? FinWiz. Buchstabieren Sie das mal. FinWiz. Noch einmal, oder? Sagt mir nichts. Okay. Mhm. Vielleicht, Sie haben, Entschuldigung, ich habe nicht verstanden. Sie haben gesagt, dass Sie haben das nicht gemacht, oder? Der Name sagt mir nichts. Name sagt nicht? Nun, wissen Sie, es kann sein, weil Sie haben über uns im Werbung gelesen, ja? Dort steht, ja, wie ich Ihnen gesagt habe, Sie haben bei Immediate Age German registriert, ja? Und diese Resource ist unsere Werbung, ja? Verstehen Sie? Nö. Es ist, wissen Sie, wie beispielsweise Apple, ja, iPhone und so weiter, Sie können das im Apple Store kaufen, ja? Und auch Sie können das in andere Plätze, im Märkte kaufen und so weiter, ja? Es ist, Immediate Edge ist wie andere Plätze, ja? Sie können das auch dort und mit unserer zu tun sein. So, okay, wenn Sie das registriert haben, ja? Ich habe Ihre Daten, ja? Wissen Sie? Ihre Name, Ihre Telefonname, Ihre E-Mail-Adresse, ja? Das bedeutet, dass Sie haben dort registriert, ja? Und wenn Sie das dort registriert haben, das bedeutet, dass Sie an Finanzmarkt und Handel interessant sind, ja? Ja, also nur, weil er da jetzt meinen Namen, mein Geburtsdatum, was schon mal nicht stimmt, das habe ich dann irgendwo eingetragen und so weiter alles hat, die Adresse hat er im Übrigen auch nicht, dann ist das noch lange nicht die Bestätigung, dass ich mich dort eingetragen habe. Denn wie bereits eingangs erwähnt, kann das ja auch ein Nachbar gemacht haben oder irgendwer anders. Natürlich habe ich da irgendwann mal meine Daten eingegeben, aber nicht bei dieser Firma und auch nicht für dieses Projekt. Das interessiert die aber gar nicht. Für die ist schon alleine, dass die Daten haben, ist das ja die Bestätigung, dass man das selbst gemacht hat. Egal, ob das dann stimmt oder nicht. Es geht einfach nur darum, dass sie an eure Kohle kommen. Und das war es dann eigentlich auch schon vom Inhalt des gesamten Gesprächs. Auch wenn er hier sehr viel erzählt und versucht, sehr viel zu erklären, aber Sinn macht das alles trotzdem nicht. Für Sie interessant. Habe ich richtig verstanden, ja? Es ist klar? Nicht wirklich, nee. Hören Sie mich nicht? Ich muss lauter sprechen oder noch einmal sagen. Ja, Sie sprechen sehr undeutlich. Und mit sehr starken... Aha, sehr, sehr undeutlich. Nun, entschuldigen Sie mir bitte, ja, für, dass ich Ihnen nicht deutlich ist, ja, aber, ja, ich kann Ihnen noch einmal sagen, ja, bis Moment, wenn Sie mir verstehen, ja. Okay, so, welche Fragen haben Sie?
Okay, noch einmal. Sie haben auf unsere Werbungsplattform registriert, ja? Sie haben das gemacht. Selbst haben Sie das gemacht. Sie haben Ihre Daten dort hinterlassen. Mhm. Haben Sie das gemacht? Gestellt? Ja, Sie haben das gemacht. So. Wie das denn? Noch einmal bitte. Da können Sie bitte noch einmal sagen. Ja, ich habe mich verstanden. Tja, also, dass Sie behaupten, dass Sie Deutsch können, das ist ja stark witzig. Also, weiß man nicht so richtig, was mit anzufangen, ne? Ich weiß zwar nicht, wo man da so eine Evolutionsbremse auftreibt und warum man sowas dann ans Telefon setzt, aber da bekommt man definitiv Brokkoli in den Ohren. Naja, und was dann? So, dann können Sie mir bitte sagen, warum haben Sie auf unsere Finanzplattform, ja, ich kann das nicht verstehen, ja, möchten Sie bei uns mitarbeiten, ja, und Geld verdienen, oder nicht? Ich weiß ja nicht mal, was Sie machen, wer Sie sind, was das soll, was der Anruf bringt, was ich davon habe. Aha. Ehrlich zu sagen, kann ich nicht verstehen, was Sie möchten, ja, so machen, ehrlich zu sagen. Ja, zumindest können Sie schon mal die Taste von Ihrem Telefon bedienen, die das Mikrofon stummt. Aber mehr können Sie, glaube ich, nicht. Okay, wissen Sie, Sie möchten meine Deutschkenntnisse prüfen oder möchten Sie in unserer Hannes-Plattform mitarbeiten, ja? Tja, Ihre Deutschkenntnisse sind halt eine absolute Katastrophe, man versteht Sie ja kaum. Okay, wissen Sie, Sie haben bei unserer Plattform registriert, um Deutschkenntnisse von unseren Mitarbeitern zu prüfen oder Sie möchten Geld verdienen bei uns? Ich kann nicht verstehen, ja, was machen Sie? Mhm. Genau, das meinte ich. Was meinen Sie? Das, was Sie sagen. Dass ich verstehe, warum haben Sie das gemacht, nicht? Ja? Sie auch verstehen, warum haben Sie das gemacht, nicht? Tja, schon dramatisch. Ja, ziemlich dramatisch, ja. Aber, wissen Sie, es ist, ja, kein Problem. Ja, wissen Sie, wenn Sie bei uns mitarbeiten möchten, ja, dann, wirklich kein Problem. So. Dann vielleicht haben Sie irgendwelche Fragen, die nicht mit Deutsch zu tun, sondern mit unserer... Ja? Wo haben Sie denn die Daten her? Hallo, Herr Geld. Hören Sie mich? Ja, wenn Sie das Mikrofon nicht permanent ausmachen, dann höre ich Sie, ja. Noch einmal bitte. Wenn Sie das Mikrofon nicht permanent ausmachen, dann würde ich Sie hören, ja. Ja, und dann hat sich die Evolutionsbremse aus dem Staub gemacht und das Telefonat hier an dieser Stelle dann einfach wortlos abgewürgt, ja, oder den falschen Knopf gedrückt, ich weiß es nicht. Er hat die ganze Zeit an seinem Telefon rumgespielt, um sein Mikrofon permanent auszuschalten. Oh, es ist schon der absolute Wahnsinn, was man da für Leute ans Telefon bekommt, nur weil man sich aus Versehen oder vielleicht auch absichtlich mal mit diesem Thema beschäftigt hat und da ja eingetragen hat. Das ist dann das Ergebnis, was man hier bekommen kann, sobald die Daten an der falschen Stelle gelandet sind. Und die Daten, die landen da dann permanent immer wieder an falschen Stellen. Es ist einfach absolut beängstigend, was da für Leute anrufen. Ich hoffe, dass hier die meisten an dieser Stelle schon von alleine einfach aufgelegt hätten aufgrund der Dreistigkeit des Mitarbeiters. Nee, aber man weiß es ja manchmal nicht. Denn nicht jeder beharrt unbedingt darauf, ja, herauszufinden, mit wem er denn da jetzt genau sprechen möchte. Tja, aber so ist es doch auch. Letztendlich ist man ja an diesem Telefonanschluss nicht zwingend allein. Und da könnten sich ja verschiedene Leute befinden an diesem Telefonanschluss. Davon mal abgesehen, wenn er den Namen von mir nicht nennt. Ja, dann weiß ich ja auch nicht, ob ich die Person bin, die er eigentlich erreichen wollte. Der erzählt ja nur die ganze Zeit, ich wollte sie erreichen. Bis er dann mal endlich mit der Sprache rausgerückt ist. Aber was bringt das? Ich find's einfach nur verwirrend. Ich dachte ja jetzt hier auch eingangs, er möchte vielleicht den Gerold Steiner haben. Aber so ist es eben nicht gewesen. Er wollte den Gerold Geburtsfehler am Apparat haben. Tja, aber es ist trotzdem ein alter Datensatz, mit dem ich mich nicht bei seiner Firma einfach so registriert habe. Tja, so ist es halt, wenn die Betrüger anrufen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt's mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr mögt, ihr seht jetzt hier noch eine riesengroße Playlist mit vielen, vielen weiteren Videos auf dem Kanal. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.